Tanga. Mananta. 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 Ile la man. Ile la man. Mananta. Ja, hallo und herzlich willkommen. Assalamu alaikum. Tja, das Thema des heutigen Videos: Hitlery hat wegen Syrien Riot in ihrer Pussy. Und das ist sehr unangenehm. Und deswegen muss da irgendwer für bluten. Und das soll jetzt Putin sein. Und der nämlich auch böser und gemeinerweise ihren Krieg gegen Syrien kaputt gemacht hat. Und westliche Linke jubeln wieder. Freiheit für Pussy Riot, ist völlig egal, das sind halt irgendwelche Hooligan-Schlampen, die sich in eine Kirche gesetzt haben und alte Omas in Angst und Schrecken versetzt haben. Dann kam ein Sicherheitsdienst, hat gesagt, der würde dir jetzt bitte gehen. Dann sagen sie, nö. Machen ihre hässliche, widerliche, nichtssagende, hohle Musik oder das, was sie dafür halten, weil mehr als Lärm ist das nicht, ja, und schänden diese Kirche mit ihrer Anwesenheit, und das soll die russische Justiz gefälligst hinnehmen. Das gehört zur Meinungsfreiheit. Was wäre wohl los, liebe Genossinnen? Oder, also einfach Genossinnen und Genossen in Anführungszeichen, weil das sind nicht meine Genossen. Was wäre wohl los, was würdet ihr sagen, wenn das Ganze in einer Synagoge stattgefunden hätte und Pussy Riot rechte Aktivistinnen wären oder Aktivisten? Da wären 50 Jahre Sibirien nicht genug. Aber bei Orthodoxen geht das, darf man das machen. Ihr scheinheiliges Pack. Als ob ihr habt nichts gelernt aus der deutschen Geschichte. Spielt euch nicht so auf. Ihr habt nichts gelernt. Die Unverletzlichkeit der Kirchenhäuser ist dringend, dringend tabu. Auch für euch. Ich möchte nicht wissen, was los wäre, wenn das Ganze hier in Deutschland passiert wäre. Im Kölner Dom zum Beispiel. Entsprechend wichtig ist diese russische Kirche. Nun ja, dieser emanzipatorische Akt von diesen Hooligan-Schlampen ist nicht der erste seiner Art, nein. Die ficken auch im Museum öffentlich. Aber Kunst ist okay, darf das, darf alles. Ja, klar. Und wenn dann Russland reagiert, wie jeder Staat auf sowas reagiert, dann kommt der große moralische Hammer. Es wird wieder von der Diktatur geredet und die Linken steigen mit ein. Ja, ja, die Macht der Kirche, die Kirche hat da, übernimmt Russland und alles wird ganz schlimm und so weiter. Ja, und vor allem für die Homosexuellen. In Russland ist Homosexualität legal. Da ist nichts verboten. Man darf keine homosexuelle Shows auf Bühnen aufziehen, wie diese Billionärsschlampe Madonna. Aber ansonsten geht alles. Madonna ist übrigens aus meinem Archiv komplett gelöscht worden seit dieser Aktion, seit die da sich nackt mit Free Pussy Riot in Russland auf die Bühne gestellt hat. Hoffentlich zockt man ihr ein paar Millionen ab für diese Aktion. Eine Strafe. Ja, ich bin echt überrascht, kaum passiert irgendwas, wird eine Sau durchs mediale Dorf getrieben und diese Genossinnen und Genossen, ja, werden immer blöder. Die fallen mittlerweile, ich meine, die Halbwertszeit dieser Kampagne wird immer kürzer, aber ihre Wirkung auf
auf sich selbst als links empfindende Leute wird immer größer. Das ist gefährlich. Habt ihr nichts gelernt aus Libyen, Syrien, Irak, Jugoslawien? Nichts gelernt? Ich sage euch was. Scheiß drauf. Fuck off, Pussy Riot. 30 Jahre Sibirien sind nicht genug. Ja, wirklich. Was soll die Scheiße, ja? Was wäre los, wenn das in einer Synagoge oder Moschee passiert wäre? Da wäre aber die Hölle los, ja? Da ging es aber dann, das Problem der orthodoxen Kirche in Russland ist halt einfach, dass sie die Mehrheitskonfession ist. Da darf man das. Man darf das überhaupt nie. Das ist völlig assi. Es zeigt eine tiefe Respektlosigkeit vor der russischen Bevölkerung. Nicht, es richtet sich nicht, das ist kein Angriff auf den Präsidenten. Der Putin ist kein religiöser Fundamentalist, sondern nein. Das ist ein Angriff auf das Empfinden der Bevölkerung, auf die religiösen Gefühle des russischen Volkes. Und es ist Vandalismus, Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch, was weiß ich, was einem noch einfallen kann. Ja? Das gehört verurteilt. Deswegen Solidarität mit der russischen Justiz, Solidarität mit Wladimir Putin. Nieder mit den Kampagnen der westlichen Medien und ihren linken Lakaien. Mother Russia will prevail.